Und dafür die ganze Aufregung? Eine übergroße Mikwe? Ich habe das Gefühl, dass das noch nicht alles war. Da ist er. Wer? Er. Derjenige, der am längsten hier ist, aber nicht hierher gehört. Der Traurige. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht nur um ein Treffen geht? Müssen wir auf der Hut sein? Nein. Ihr bleibt einfach bei mir und seht zu. Shalom. Ich? Ja. Shalom. Ich habe eine Frage an dich. An mich? Ich habe nicht viele Antworten. Aber frag nur. Möchtest du geheilt werden? Wer bist du? Das sag ich dir später. Aber was ist mit meiner Frage? Willst du mich etwa zum Wasser tragen? Hör zu. Ich habe einen wirklich schlechten Tag. Du hast schon sehr lange einen schlechten Tag. Nun? Herr, ich habe niemanden, der mir ins Wasser hilft, wenn es sich bewegt. Und sollte ich mal nah genug sein, dann drängeln die anderen sich einfach vor mich. Deshalb... Sieh mich an. Sieh mich an. Das war nicht die Frage. Ich habe nicht gefragt, wer dir dabei hilft. Oder wer dir nicht hilft. Oder wer sich vordrängt. Ich habe nach dir gefragt. Ich hab's versucht. Schon seit langem, ich weiß. Und ich verstehe, dass du dir keine falschen Hoffnungen machen willst. Aber dieser Teich wird dir nichts bringen. Er bewirkt gar nichts. Und das weißt du. Dennoch bist du hier. Wieso? Ich weiß es nicht. Du brauchst diesen Teich nicht. Du brauchst nur mich. Also, möchtest du geheilt werden? Dann mal los. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Thank you.
Zeit für dich zu gehen, wie er sagte. Vergiss die Matte nicht. Wieso ist das wichtig? Weil du nicht hierher zurückkommen wirst. Dieses Leben ist vorbei. Jetzt wird alles anders. Du! Es ist Schabbat! Was tust du da? Verbietet die Tora das Tragen einer Matte? Die nicht, die mündlichen Überlieferungen. Ja, Gegenstände von einem Ort zum anderen zu tragen, verletzt den Schabbat. Der Mann, der mich geheilt hat. Ist dir nicht klar, was hier gerade passiert ist? Wieso geht es dir nur um den Schabbat? Er sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer? Wer hat das zu dir gesagt? Ach, gehen wir. Na, er. Ich weiß nicht, er nannte seinen Namen nicht. Nein, natürlich nicht. Er führt einen Zaubertrick vor und fordert dich auf zu sündigen. Ein falscher Prophet. Ich werde das melden. Das kannst du sehr gerne melden. Ich stehe auf meinen Beinen. Entschuldigung, ich muss meinen Bruder suchen.